vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für euer Interesse. Und dann möchte ich sofort mal loslegen. Und ich habe euch die Mirko mitgebracht. Mirko Mikrobe wird mir durch die Vorlesung helfen, Plastik wiederverwertbar zu machen. Und da Mirko eine Mikrobe ist, möchte ich natürlich erstmal mit euch besprechen, was überhaupt eine Mikrobe ist. Also, das Thema ist heute Plastikrecycling, Plastikwiederverwendung und was die Biotechnologie, was die Mikrobiologie machen kann. Also, was sind Mikroben? Wer weiß das und wer hat eine gute Antwort? Das sind zum Beispiel kleine Bakterien. Noch eine Antwort? Ah, Viren können auch dazu zählen, das stimmt. Gibt es noch eine Antwort? Da oben habe ich noch eine. Ja. Ja, es sind kleine Lebewesen, das stimmt. Definiert hatten wir schon speziell die Mikrobe. Einen nehme ich noch dran. Es sind auf jeden Fall Zellen, richtig. Okay, ein, dich bitte noch. Genau, also Mikroben sind ganz kleine Zellen, sonst würden sie ja nicht Mikroben, also Mikroorganismen heißen. Sie sind klein. Auf die Größe komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Wisst ihr auch, wo ihr denen begegnet im Alltag? Einmal im grauen T-Shirt, genau. Mit der Brille, genau. Ja, genau. Im Darm, da haben wir je nach Körpergröße 500 bis 1 Kilogramm Mikroben. In der Tat, auf der Haut auch. Hier vorne noch. Habe ich leider nicht verstanden, nochmal. Man findet sie praktisch überall. Das ist sicher schon mal eine sehr, sehr gute Antwort. Wo findet man sie noch in der Anwendung? Oder eben einfach nochmal sagen, was du... Ja, auf dem öffentlichen Klo. Das ist mehr so meins. Wenn Leute Angst haben vor Mikroben, da hätte ich auch immer das öffentliche Klo. Also da bin ich dabei. Ich höre auf zu fragen. Ich stelle Ihnen einfach mal, ich stelle euch einfach nochmal zwei, drei Mikroben vor. Das kennt ihr vielleicht, dass man daraus Getränke oder damit Getränke herstellen kann. Das ist ein belgisches Bier. Ich möchte euch hier die Bäckerhefe vorstellen und die habe ich auch nämlich noch als zweite Helferin mitgebracht. Neben Mirko habe ich auch noch meine Freundin die Bäckerhefe mitgebracht und die stellt Bier, Wein und ihr kennt es vom Backen aus der Küche, Backwaren her. Ihr seht hier genau das, was hier auch das Kuscheltier hat, diese Knospen. So vermehrt sich eine Hefe. Das ist eine Mutterzelle und dann hier kommt eine Tochterzelle raus. Und das kann bis zu 20, 30 Mal passieren. Dann stirbt die Mutterzelle, die Töchter leben weiter. Ihr nochmal ganz explizit, natürlich haben Mikroben keine Augen, das sind Kuscheltiere. Genau. Okay, als zweites Lactobacillen. Die kennt ihr aus dem Joghurt. Joghurtbecher mitgebracht. Genau, den brauche ich gleich auch nochmal. Da kommen wir schon zum Thema Plastik. Damit wir aus der Milch einen leckeren Joghurt machen, brauchen wir zum Beispiel ein Milchsäurebakterium. Und mal was Ungewöhnliches, eine Mikrobe, die magnetisch ist. Die hat hier ein Magnet eingebaut, hier ein Magnet eingebaut und darüber kann die das Magnetfeld der Erde ausmessen und sich darin orientieren und entsprechend schwimmen, da wo sie hin möchte. Ihr seht hier das Flagellum und das soll auch hier beim Mirko so dargestellt sein, weil das hat auch ein Flagellum. Damit kann es sich im Wasser, im Wachstumsmedium fortbewegen. Jetzt komme ich zum Thema Plastik. Was ist Plastik? Was sind... Okay, ich nehme zwei, drei dran, genau, mal da weiter oben, genau, ja, im Gestreiften, ja. Ja, ist ein Kunststoff, das ist schon mal nicht schlecht. Und was sind Kunststoffe noch im Gelben und dann erkläre ich es. Das ist sicher eines der Herausforderungen, dass Kunststoffe wirklich toll sind, super stabil, aber in vielen Anwendungen
auch so stabil, dass wenn wir sie in die Umwelt abgeben, dass wir da ein Problem mitbekommen. Ich definiere es jetzt auch mal, ich erkläre es euch einmal. Sie bestehen aus kleinen Molekülen. Wenn wir diese kleinen Moleküle jetzt als Ketten aufbauen und dann weiter mehr Ketten daraus machen, dann bekommen wir einen Kunststoff. Also kleine Moleküle, lange Ketten und die können noch verzweigt sein, dann bekommen wir unterschiedliche Arten von Kunststoffen. Und das würde ich euch gern einmal darstellen. Ihr kennt das alles, aber ihr kennt die Begriffe vielleicht nicht. Und das hat auch Herausforderungen für deren Anwendung und auch für das Wiederverwenden. Und in Elastomer, das soll hier dargestellt sein, dass das lange Ketten sind, die irgendwie wild verbunden sind. Dann haben wir solche Thermoplasten, da ist ja schon das Wort irgendwie Temperatur involviert, erkläre ich euch auch gleich. Da sind zwischen den Ketten noch Bindungen, die sind also verknüpft. Und dann sind die extrem stabilen Kunststoffe, jetzt war ich einen zu schnell, die extrem schnellen stabilen Kunststoffe, die haben ganz viele Bindungen, die sind ganz steif. Und da möchte ich einfach Beispiele aufzeigen. Aber jetzt nehme ich einmal hier jemanden dran, der eine Frage hat. Das ist auf jeden Fall wahr. Wir brauchen sehr, sehr harte Kunststoffe, wenn wir einen Plastikhelm haben. Hier haben wir jetzt einen Kunststoff, der weich ist. Ich habe das hier mal so animiert als Reifen, aber wo ihr das vielleicht noch viel besser kennt, das ist der Flummi. Der verändert sich in der Form, wenn der auftrifft auf dem Boden und bringt die Energie wieder raus und ist zum Schluss wieder gleich. Das könnt ihr zum Beispiel nicht machen, wenn wir gleich den Föhn nehmen. Den können wir nie auf den Boden schmeißen. Der bleibt da liegen. Also Flummi, Elastomer ist ein Kautschuk zum Beispiel. Wenn wir jetzt eins weitergehen, nehmen wir den Joghurtbecher. Das ist so ein Zwischending. Der ist super stabil, da können wir was verpacken. Der ist auch super leicht. Deswegen lieben wir ihn. Deswegen können wir unser Lebensmittel schön nach Hause tragen. Ist Lebensmittel echt? Wenn wir den nur ein bisschen quetschen, passiert auch nichts. Das ist immer noch der gleiche Joghurtbecher. Wenn wir das übertreiben, dann machen wir das Plastik kaputt, verformen es. Aber wir können das auch erhitzen und dann wiederverwenden. Ich mache das jetzt nur ganz kurz, ein bisschen anschmelzen. Das ist jetzt nicht ein normaler Haarföhn, sondern ein Föhn, der gleich auf mehrere hundert Grad erhitzt. Ihr seht hier gerade schon, die Form schmilzt ein. Und hier höre ich auch schon auf, wenn man das länger macht, kann man das zum Tropfen bringen und kann diesen Kunststoff einschmelzen und wieder neue Joghurtbecher rausmachen. Also immer schön euer Plastik schön in grünen Punkt, in gelben Sack sammeln, dass zumindest die Chance besteht, dass wir Kunststoff wiedergewinnen können. Und hier ist eine wichtige Frage, genau. Ja, das hängt alles von der Temperatur und vom Plastik ab. Die Schmelzpunkte sind extrem unterschiedlich. Also hier war der Hinweis, man kann das auch mit einem normalen Föhn machen, dauert halt dann alles ziemlich lange. Es kommt auf den Kunststoff an, bei manchen Kunststoffen kann man das nicht, bei anderen kann man das. Möchte ich euch aber auch nicht zu verführen, dass ihr anfangt zu Hause die Plastiksorten zu schmelzen. Jetzt möchte ich euch aber diesen stabilen Kunststoff vorstellen. Das ist ein Föhn, der kann 500 Grad. Und trotzdem hat er hier eine Plastikgehäuse. Das ist also extrem temperaturstabil, sehr, sehr spröde, sehr, sehr stabil. Wenn ich den natürlich jetzt mit Gewalt auf den Boden schmeiße, würde der kaputt gehen. Ich möchte euch aber ein anderes vorstellen, nämlich einen kurzen Versuch. Dafür muss ich mich einmal kurz umziehen. Dass wir hier, hoffentlich verhedder ich mich nicht, genau. Und jetzt nehme ich die beiden Chemikalien, die es dafür benötigt. Diese Bindungen, die ihr da seht, diese Kreise, das sind chemische Veränderungen. Das sind nicht mehr die gleichen Moleküle. Was mache ich jetzt? Ich nehme diese braune Flüssigkeit. Und ich nehme diese weiße Flüssigkeit. Oder durchsichtige. Und das, was ich dann machen muss, ist einfach gut rühren. Und dann beobachten wir einfach über die Zeit,
was sich hier tut. Ich werde einfach weitermachen, das braucht nämlich ein bisschen. Ich rieche schon ein bisschen, weil da eine chemische Reaktion abläuft. Und das kennt der eine oder andere, der schon mal gesehen hat, wie ein Haus gebaut wird. Da werden Hohlräume an Häusern mit ausgeschäumt. Das sind ganz normale PU, Polyurethan-Schäume. Das kennt ihr von eurer Kaltschaummatratze, das kennt ihr von eurem Sitz, vom Autositz, ist der gleiche Kunststoff. Hier ist nochmal eine dringende Frage. Also hinter Heizung, hier wurde noch gesagt, dieser Bauschaum wird häufig hinter Heizungen verwendet. Das ist richtig, da wo Hohlräume in Gebäuden existieren, wird das ausgeschäumt, damit die Wärme im Gebäude bleibt und die Kälte draußen und im Sommer genau andersrum. Wir beobachten das hier mal. Ihr seht das ungefähr, wie groß das ist. Das wird sich gleich entwickeln. Ich spreche mal kurz weiter, dann nehme ich gleich wieder jemand dran. Ist das eine neue Erfindung? Sind Kunststoffe wirklich eine neue Erfindung? Nein. Diese Polymere hatte man auch schon vorher. Die kommen alle aus Erdöl, da mache ich den Unterschied. Hier kamen sie aus nachwachsenden Rohstoffen, nämlich am Anfang aus Milch. Dem Milchprotein Casein wurde schon dieses Material für Besteck in 1530 entwickelt. Später im 19. Jahrhundert hat man die Vulkanisierung entwickelt, dass man aus Naturkautschuk diesen Flummi oder die Reifen herstellen kann. Also nicht die neueste Entwicklung. Oder diese Billardkugeln, die wurden früher immer aus Elfenbein, also aus Stoßzähnen von Elefanten gemacht. Bis jemand auf die Idee kam, Zelluloid zu nehmen und dann konnte man das viel verträglicher, da musste man kein Tier für töten, dass man Billard spielen konnte. Ihr beobachtet das hier weiter. Es entwickelt sich gut. Der Bauschaum geht auf. Er wird nach und nach größer. Dann kamen die erdölbasierten Kunststoffe. Bakelit war das erste, phenolbasiert, gehe ich nicht so drauf ein. Das kennt ihr viel besser. Polyethylen. Das ist eure Plastiktragetasche. Das ganz normale. Dann der Nylonstrumpf. Nach dem Zweiten Weltkrieg ein Renner bei den Erwachsenen, dass man da einfach die Mode revolutioniert hat. Hier seht ihr der Versuch, damals ein bisschen größer, aber ihr seht, bei mir funktioniert das auch ganz gut. Also es wird so nach und nach größer, der Bauschaum wächst. Dann Polypropylen kam in den 1950er Jahren, Polystyrol. Das kennt ihr unter einem anderen Namen. Wie nennt ihr das? Ja. Einfach Styropor, genau. Das ist das Styropor, das lieben wir. Das ist so super leicht und trotzdem stabil, gibt eine Dämpfung, Polystyrol. Und dann das, was wir heutzutage mit Plastik assoziieren, wenn wir an Plastik denken, denken wir an die Plastikflasche. Ich finde die gerade ganz gut, ich kann mal einen Schluck Wasser nehmen und hau mir nicht die Zähne ein. Sie ist super leicht, alles prima. Aber wir haben ein Recyclingsproblem. Genau, ein Wiederverwertungsproblem. Da zeigt jemand schon die ganze Zeit auf. Das machen wir nachher. Das eine sind, ja, also die Frage war, was habe ich hier überhaupt zusammengemixt? Das eine waren Polyole und das andere die Isocyanate. Und das sind die Bestandteile aus Polyurethan. Da gibt es dann Urethanverbindungen. Also das ist dann schon eine sehr spezielle Frage. Und deswegen, ich nehme noch einen weiter hinten dran und dann mache ich weiter. Ja. Das mit den... Also da war der Kommentar, dass wir auch giftige Kunststoffe haben. Als Kunststoff ist wenig wirklich giftig. Als Monomer, also als Baustein, da gibt es sicher Beispiele, wo eine Giftigkeit vorhanden ist. Das stimmt. Ihr seht, das funktioniert richtig prima. Das bisschen Material geht so auf, da sind super viele Luftblasen und es funktioniert ganz prima, dass wir damit Gebäude dämmen können. Im Alltag von euch spielt Plastik überall eine Rolle. Ihr
steht auf, irgendwas zwischen 6 und 7, und das Erste, was ihr macht, ihr nehmt was Plastik in die Hand, vielleicht nach dem Frühstück, und putzt euch die Zähne. Butterbrot, Radiergummi, alles andere Eigenschaften. Lego, fantastisch. Nach Jahren könnt ihr das immer noch zusammenstecken und es funktioniert immer noch. Natürlich der richtige Verein mit dem richtigen Plastik, schießt die richtigen Tore, und am Ende haben wir natürlich, ja, und am Ende habt ihr natürlich ein Handy mit Hochleistungsplastik. Genau. Ihr könnt euch vorstellen, wenn wir so viele Anwendungen haben, vielleicht gehe ich noch einmal kurz zurück. Warum putzt ihr euch die Zähne? Weil da haben wir eine Verbindung. Also hier ist die Antwort, dass wir Zucker haben im Mund, wenn wir was essen, und deswegen die Zähne faulen. Weiß jemand noch, warum die Zähne faulen? Genau, einmal da oben, ja. Ja. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Säure in den Lebensmitteln einfach die Zähne angreifen, das stimmt natürlich auch. Das, was wir aber hauptsächlich machen mit dem Zucker, füttern wir die Mikroben, und die Mikroben bilden die Säure, und dann haben wir wieder diese Verbindung, also wir bekämpfen die Mikroben. Okay, dann stellen wir Plastik her. Nach dem Weltkrieg. Es geht langsam los, die Anwendungen kommen. Wir finden immer mehr tolles Plastik. Dann fängt China an, Plastik zu produzieren. Und dann geht es richtig los. Heutzutage, hier gestartet, 1,5 Millionen. Jetzt sind wir bei 350 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr. Was ist das? Diese Zahlen, 1,5 Millionen, ungefähr wie viel Käse wir jährlich essen. 350 Millionen. So viel wiegt die Menschheit. 7,5 Milliarden Menschen, so viel wiegen wir. Vorausgesagt für 2050 nochmal eine Verdopplung der Plastikproduktion, also mehr als das Doppelte, was die Menschheit wiegt, würden wir pro Jahr an Plastik herstellen. Und seit 1950 haben wir 8.300 Millionen Tonnen Plastik hergestellt. Und wenn man das sich anschaut, das ist alles, fast alles aus Erdöl hergestellt worden. Und ja, das ist ein Erdölfeld. Wir können aber Plastik auch aus nachwachsenden Rohstoffen, also aus Pflanzen, idealerweise nicht aus Nahrung, sondern aus Stroh, aus Holz oder gar aus Algen herstellen. Ihr beobachtet hier immer unseren Bauschaum, der wächst richtig hübsch. Wo ist das Problem jetzt mit dem Plastik? Wir stellen da auch CO2 bei her. Ihr habt hier das gesehen. Wir nehmen Erdöl aus der aus dem Boden, wir brauchen für den Transport, wir brauchen für die Produktion immer Energie, wir stellen CO2 her, das Plastik kommt zum Endverbraucher, wird zum Schluss verbrannt, und wir haben das CO2 in der Luft. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass wir es nicht aus Erdöl herstellen, sondern dass wir es aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen. Also aus Pflanzen, natürlich, der Transport ist das Gleiche, wir brauchen wieder. Aber das Tolle ist, die Biomasse aus der Pflanze kommt aus CO2. Das wird aufgenommen, wir bekommen das CO2, und es ist wirklich eine Möglichkeit, CO2 zu sparen. Und gestern, weil meine Familie mich besucht, musste ich noch mal kurz einkaufen gehen. Und das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass eine Firma damit wirbt, dass sie eine Verpackung hat, die weniger CO2 braucht. Also in dieser Milchverpackung, ihr müsstet das hier gleich sehen, steht drauf, die benutzen nämlich Plastik nicht aus Erdöl, sondern Plastik aus nachwachsenden Rohstoffen, benutzen kein Aluminium und deswegen weniger CO2-Verbrauch. Und wo wird das noch benutzt? Jetzt kommt wieder meine Freundin, die Bäckerhefe, ins Spiel. Ihr seht das hier. Sie kann aus nachwachsenden Rohstoffen Alkohol herstellen, Ethanol. Ein toller Chemiker kann dann daraus Ethylenglykol herstellen. Und aus Erdöl müssen wir immer noch diesen Bestandteil herstellen. Und dieses Molekül heißt dann PET-Flasche. Das E aus nachwachsenden Rohstoffen, das T aus Erdöl. Und da, deswegen steht dann auf diesem Produkt, zum Beispiel von dieser Firma, die ihr zufällig kennt, dass die 30% biobasiert ist. Und wir sehen das.
Firmen machen sich auf. Ihr kennt ein paar dieser Firmen, die stellen eure Joghurtbecher her oder hier Coca-Cola, Nike, die Turnschuhe. Sie versuchen alle wegzukommen aus erdölbasierten Plastik. Und jetzt nochmal, wie erfolgreich ist denn diese Technologie? Und diese Technologie ist noch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Also, von den Menschheit, was ich gerade gesagt habe, von diesen 350 Millionen Tonnen, die wir herstellen, sind nur 2 Millionen basiert auf nachwachsenden Rohstoffen. Und wenn wir uns das hier einmal anschauen, gibt es hier PLA. Und da habe ich auch noch wieder ein Produkt mitgebracht, was ich hier in Aachen, nee, das habe ich im Kaufland gekauft, fand ich wirklich spannend. Chipse in der Tüte, wo drauf steht, ich stelle ihm auch mal hier so hin, dass man das auch filmen kann, wo drauf steht, bei einer Plastiktüte, ich würde sagen, das ist eine Plastiktüte, da steht drauf, kein Plastik. Wenn Sie einmal hier oben drauf gehen, genau, jetzt im Beutel, basierten Beutel, no plastic. Und das Spannende ist, es ist ein ganz anderes Material. Ich knister das jetzt mal. Es ist super laut im Moment noch. Und ich hatte das mal gehört, dass manche das auf der Couch gar nicht gut finden, wenn sie einen Film gucken und so eine laute Tüte Chips haben. Genau. So. Jetzt war hier eine Frage, die schon die ganze Zeit dringend gestellt werden möchte. Ja. Geht das Erdöl eigentlich irgendwann auch leer? Auf jeden Fall. Also wir wissen nicht, wie lange das noch hält. In der Tat waren die Vorausschau, dass das ziemlich schnell leer geht. Wir finden immer mehr, das wird sich also noch lange hinziehen. Aber das wird, das Wort ist endlich, es hört irgendwann auf. Auf jeden Fall. Wir haben 8.300 Millionen Tonnen bis jetzt hergestellt an Plastik. Wo ist das ganze Plastik? Es ist in den Häusern verbaut, es ist in unseren Alltagsprodukten. Und zwar mit ungefähr einem Viertel. Dann haben wir einen gewissen Teil recycelt. Wir haben es wiederverwendet. Da komme ich gleich zu. Leider verwenden wir super wenig von diesem wiederverwendeten mehrfach wieder, sondern es kommt auf Mülldeponien und auf die Umwelt, in die Umwelt. Wir verbrennen es auch, speziell in Deutschland, gewinnen wir zumindest die Energie wieder. Und das ganz Große ist, mehr als die Hälfte geht direkt auf die Mülldeponie und in die Umwelt. Was wir natürlich zum Schluss nicht haben wollen. Und ein Teil wird direkt verbrannt. Das ist noch ziemlich sinnvoll, genau. Jetzt waren hier noch mal ein paar ganz dringende Fragen. Und da ich gerade ein Mikro habe, möchte ich einmal das Mädchen, genau, ja, dich bitte. Meine Frage lautet, kann man das mit dem Becher auch zu Hause nachmachen? Nein, nein, dafür brauchst du die Chemikalien. Wenn du deinen Papa überredest, dass der dir Bauschaum aus dem Baumarkt holt, genau, aber erstmal ein klares Nein. Das ist hier eine Firma seit Januar diesen Jahres aus Aachen, vorher ein Verein, Pacific Garbage Screening. Die haben vor, dass das Plastik, was wir schon in die Umwelt gebracht haben, speziell in unsere Ozeane, dass wir es da wieder rausholen. Und da möchte ich euch einmal ganz kurz einen Film vorführen. Heute bedeckt nicht nur Wasser 70% unseren Planeten, sondern auch Plastik. In Sekunden produziert, nutzen wir es 20 Minuten. Und dann braucht es 450 Jahre, um sich zu zersetzen. Und es wird immer mehr. Plastik ist überall. Jedes Jahr geraten unfassbare 13 Millionen Tonnen davon in die Meere. Das Problem ist, dass Plastik einmal im Meer rühren Strömungen die Teile zu gigantischen Müllstrudeln zusammen. Nach und nach entsteht Mikroplastik, das Wellen, Wind und Wirbel bis zu 50 Meter in die Tiefe ziehen. Fische und andere Meeresbewohner fressen das Mikroplastik. Und so landet es auch bei uns auf dem Teller. Klingt übel, oder? Ist es auch. Genau. Und was möchte jetzt dieser Verein machen? Der möchte solche Strukturen aufbauen vor den Flussmündungen. Ihr könnt euch vorstellen, wo fällt das Wasser, das Plastik ins Wasser? Hauptsächlich in den Flüssen. Ihr seht hier die Boote. Das sind
große Boote, ihr könnt euch vorstellen, wie groß dann diese Struktur ist, die sitzt dann vor der Mündung und sammelt das Plastik raus, bevor es sich im ganzen Meer verteilt. Und da kann man sich auch engagieren, hier in Aachen. Jetzt möchte ich nach und nach zu unserem Projekt, wie Mikroben jetzt helfen können bei der Plastikwiedergewinnung. Ich nehme noch mal eine Frage auf, vielleicht der Herr im gestreiften Pulli. Ich wollte noch was zum Alm fragen. Also ich wollte fragen, was Alm ist. Dieses. Ich habe es leider nicht verstanden. Was ist Alm? Algen. Ach so, Algen sind Pflanzen, die im Meer wachsen. Und daraus können wir auch, da können wir sehr, sehr viel pflanzliche Biomasse, also ganz viel Material gewinnen. Und das können wir dann wieder an unsere Mikrobe, an unsere Hefe verfüttern. Das ist eine andere Möglichkeit. Was machen wir heutzutage? Ihr, wenn ihr einen Joghurtbecher nehmt, geht ihr ja meistens in die Küche und schmeißt das in gelben Sack, grünen Punkt. Dann wandert das Ganze in die Mülltonne, wird eingesammelt und idealerweise beim Müllsammler so sortiert, dass man daraus entweder neue Joghurtbecher machen kann, das wäre ein Idealfall, oder dass man eine Verbrennung zumindest nutzen kann, dass man die Energie wieder rausgewinnt. Und das ist natürlich der schlechteste Fall. Wir möchten das Plastik nicht in der Umwelt haben. Ihr habt das vielleicht gerade mitbekommen, vor 2 Wochen war der Aachener Frühjahrsputz. Da werden 10 Tonnen Plastik innerhalb von Aachen gesammelt, weil es genügend Menschen gibt, die einfach Plastik daneben schmeißen. Was können wir jetzt machen? Wir sammeln Plastik. Ja, das ist gut. Normalerweise können wir 1-2 Mal aus diesem Plastik, hier meine PET-Flasche, die ich eigentlich ganz gern habe, können wir wieder PET-Flaschen rausmachen. Das geht aber nach und nach nicht mehr, weil das Material wird immer schlechter. Ich zeige euch aber einmal noch ganz kurz, wie wir das überhaupt angehen. Wir können das nicht in dieser großen Form machen. Wir müssen das mechanisch klein machen. Also, ich nehme hier Plastikschnipsel und dann packe ich das in eine Mühle. Und dann kann ich da hier ein bisschen rangehen. Genau. Und dann kann ich hier das Plastik einfach klein machen. Und wenn ich das klein habe, ja, das hat jetzt ein bisschen funktioniert und ein bisschen auch nicht, genau, dann kann ich das auch wieder erwärmen und dann neues Material rausmachen oder nach und nach mir auch Gedanken machen, wie ich es verfüttern kann. Das möchte ich euch gleich erklären. Also, aus einer PET-Flasche, aus so einer Flasche, mache ich erst so kleine Flocken. Wenn ich keine Flasche mehr rausmachen kann, dann kann ich ein Trikot rausmachen. Ihr habt ja gesehen, welcher Verein der richtige ist. Genau. Und später können wir dann nur noch einen Teppich daraus machen und zum Schluss verbrennen. Wie gut funktioniert das denn? Wie gut funktioniert das denn? Was ihr hier seht, in Europa funktioniert das okay. Wir sammeln ganz toll, aber die Wiederverwertung, ganze 30%, nur jede dritte Flasche wird wieder genutzt. Den Rest verbrennen wir oder packen wir auf die Müllhalde. In Deutschland nicht mehr, wir verbrennen das dann alles. Weltweit, nur jede 10. können wir wiederverwerten. Es ist also wirklich extrem viel auf der Müllhalde, was wir da haben. Das sieht noch übler aus, wenn wir unseren Bauschaum anschauen. Wir haben hier unseren Bauschaum. Ihr merkt, der ist jetzt richtig hart. Der ist richtig ausreagiert. Und den wieder zu verwerten, ist fast unmöglich, weil er chemisch sich verändert hat. Und da möchte ich euch das einfach mal zeigen, wie man mechanisch so Schaum, euer Schwamm, euer Küchenschwamm zu Hause, ist auch das gleiche Material wie der Bauschaum. Also PU, Polyurethan ist das. Was passiert, wenn ich den auf den Boden schmeiße? Nix, genau. Machen wir einfach mal, ich habe den nass gemacht, werdet ihr gleich sehen, mechanisch macht der überhaupt nichts. So, was muss ich machen? Ich muss jetzt irgendwie, ich muss mich erstmal wieder umziehen, da war was, genau. Ich muss den irgendwie verändern, physikalisch verändern, dass ich den jetzt
mechanisch kaputt machen kann. Also, dass ich den zerbrechen kann, dass ich den zu kleinen Flocken machen kann, dass ich irgendwie es wieder verwenden kann. So, jetzt setze ich noch meine Brille auf. Jetzt bin ich soweit vorbereitet. Mal gucken, ob das so klappt. Was ich hier drin habe, ist flüssigen Stickstoff. Und jetzt sind wir mal ein bisschen gespannt. Ich habe noch ziemlich viel da drin. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen gespannt. Ich muss da ein bisschen vorsichtig sein. Genau. Ich drehe das mal hier so. So wie beim Grillen. Das klappt aber nicht. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt tunke ich ihn einmal. Okay. So, das hat jetzt gut geklappt. Jetzt hoffe ich, dass ich keine Riesensauerei mache, nur so ein bisschen. Ja, also so ein bisschen habt ihr es gesehen, es zerbricht jetzt auf einmal. Ich kann da kleine Dinge rausmachen. Vielleicht mechanisch ist das noch ein bisschen eindrücklicher. Ich schiebe es mal nach hier vorne. Jetzt kann ich ihn mechanisch schön kaputt machen. Das ist unser ganz normaler Haushaltsschwamm. Wenn ich da normalerweise drauf hämmer, passiert nichts. Wenn ich den runterkühle, dann kriege ich den mechanisch kaputt und dann können wir wieder möglich dieses Material nutzen, auch in der biologischen Wiederverwendung. Hier ist auch dauernd eine wichtige Frage. Einmal das Mädchen gelb. Warte mal, einmal, da kommt das Mikro. Wegen dem Plastik im Meer habe ich mal gesehen, da hat eine Frau, also die war im Meer und wollte surfen und dann hat die mit jedem einzelnen Anschubsen so eine Handvoll Plastik aus dem Meer geholt. In der Tat gibt es da Videos im Internet, der Taucher, der Schwimmer, das ist häufig in Südostasien. Die Logistik, also die Müllabfuhr, funktioniert in den Ländern nicht. Und die benutzen pro Kopf viel weniger Plastik als wir, aber sie haben keine ordentliche Müllabfuhr. Das heißt, da landet viel mehr Material in der Umwelt und da die super viel Küste haben, denken wir mal an Indonesien, das besteht nur aus Inseln, super viel Küste, entsprechend landet sehr, sehr viel Material leider im Ozean. Das ist ein wirkliches Problem. Und das wollen wir jetzt auch beitragen, wenn ihr habt das gesehen, von diesen Schäumen werden weniger als 5% selbst in Europa recycelt. Wir haben ein richtiges Problem. Und da wollen wir jetzt einen Beitrag zu liefern. Und zwar wollen wir jetzt diese PET-Flasche, also hier, wo ich ab und zu mal was raus trinke, mein Bauschaum oder auch mein Haushaltsschwamm, den ich hier schon vorbereitet habe, möchten mit einer Mikrobe, also das Material in einer Mikrobe verfüttern und da soll neues Plastik rauskommen. Und wie das funktioniert, möchte ich euch jetzt zeigen. Was ich vorher, bevor ich da einsteige, nochmal auf die Größe einer Mikrobe eingehe. Also, das ist Mirko. Mirko ohne Haare, Mirko ohne Ständer, genau. Das ist unser Liebling, das Pseudomonas putida. Und das ist hier ein Querschnitt von diesem Bakterium. So wie wir, wenn wir viel essen, Fett einlagern, lagert Mirko, wenn es viel ist, Plastik ein. Das ist das Plastik hier. Und das Plastik wollen wir haben. Also wir können mit Plastik, mit diesem Material Mirko füttern. Jetzt steht da nicht mehr der Mirko, gut. Und dann kriegen wir hier dieses Plastik. Wir sagen, der ist ein halber Mikrometer breit. Was ist ein halber Mikrometer? Eure dicken Haare sind 100 Mikrometer. Also 200 Mirkos nebeneinander ist ein Haar. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir den nicht sehen. Der ist sehr klein, da braucht er tolle Mikroskope für. Vielleicht hat der ein oder andere schon die Chance gehabt. Meine Hefe, hier meine Freundin, die ist 10-mal größer. Die ist 10-mal größer als Mirko. Bei den Stofftieren passt das nicht so ganz. Genau, also der stellt Bioplastik her. Jetzt wollte ich eigentlich noch was machen, genau. Und zwar 5 Kinder hier auf diese Seite, 5 Kinder auf diese Seite, 5 Kinder hier in die Mitte. Machen wir es einigermaßen zügig. Ihr drei, ihr beiden, genau. Hier vorne auch. Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal hier runter bitte. Und auch hier. 1, 2, 3.
3 und dann greifen wir mal nach da oben, 4 und du, 5. Runterkommen. So, jetzt bitte einmal dran riechen. Ihr könnt jetzt hier die Geruchsprobe einmal an der Bäckerhefe. Ihr kennt ja wahrscheinlich den Geruch. Ihr habt ja wahrscheinlich schon das Brot, den Kuchen gebacken. Mirko kennt er nicht so. Pseudomonas putida. Putida hat irgendwas so lateinisch, was mit Fäulnis zu tun. Genau. Und jetzt können hier ein paar Kinder vielleicht auch gezeigt werden, wenn das Gesicht sich doch ein bisschen... Genau. Okay, ihr seht, der riecht nicht so gut. Also Mirko riecht nicht gut, Bäckerhefe riecht so, wie er halt riecht. Das wisst ihr vielleicht. Genau. Also, da gibt es einen Unterschied. Okay, vielen Dank. Vielen Dank für den Geruchstest. Und das ist schon was Spezielles. Mirko ist einfach so in der Hinsicht nicht der Netteste. Genau, ich mach mal weiter. Wie kommen wir jetzt dran, dass wir damit Plastik herstellen? Wir haben hier die Kunststoffe. Jetzt nehmen wir ein Eiweiß, was spezifisch diesen Kunststoff abbaut. Ihr seht das, diese Polymere, was ich euch erzählt habe, diese langen Ketten werden hier in die Einzelteile zerlegt. Dann trainieren wir die Bakterien, also Mirko und Freunde, dass sie hier diese Einzelteile des Plastiks nehmen als Nahrung. So wie wir Brot essen, essen die jetzt das Plastik. Und dann aus diesen Einzelteilen des Plastiks stellen die Bioplastik her. Und das Bioplastik scheiden die dann aus. Ich sage jetzt nicht kacken, genau. Und dann haben wir das Plastik nochmal einzeln erklärt. Also, wir haben diese langen Ketten, PET oder diesen Bauschaum. Also nochmal, wir nehmen das Material, zerkleinern es mit der Mühle. Wir nehmen das Material, zerkleinern es. Dann nehmen wir hier solche Enzyme und machen daraus diese Einzelbausteine. Dann haben wir trainierte Mikroben, also trainierte Mirkos. Die können jetzt das alles verstoffwechseln, können darauf wachsen, gedeihen und im nächsten Schritt können sie nicht Fett anlegen, aber Bioplastik herstellen. Und das soll hier dargestellt werden. Also, aus diesem Material macht Mirko Polyester. Und das kann auch über eine Absonderung sein, dass er das mit einer Membran macht. Und wenn das alles nicht so gut funktioniert, dann lysieren wir die ganze Zelle und dann bleibt einfach das Plastik übrig. Also, was habe ich euch jetzt gerade vorgestellt? Wir können Plastik nehmen als Nahrungsquelle für Bakterien, können daraus neues Plastik herstellen oder wir können, wenn wir mit den Chemikern zusammenarbeiten, was wir natürlich sehr gerne tun, können das nehmen als Material, stellen dieses Material her und können dann wieder PU herstellen. Und was ihr dann tun könnt, sind hier diese verschiedenen Möglichkeiten. Überlegen, ob man all das Plastik, was im Alltag anfällt, ob man das wirklich braucht. Keine Kosmetika vielleicht kaufen, die Plastik enthalten. Müll sammeln und trennen, das macht ihr ja hoffentlich. Wenn ihr in der Umwelt seid, bitte euer Plastik wieder mitnehmen und es nicht da lassen. Und eventuell, wenn ihr einen Fließpulli habt, den vielleicht auch in den Wäschesack setzen, damit das Material nicht alles in der Umwelt ist. Und vielleicht ist es auch möglich, wenn ihr kurze Wege habt, dass ihr Glasflaschen nehmt und vielleicht doch nicht immer die Plastikflasche. Solche Projekte kann man nur bearbeiten in einem Team, das international, EU-weit, mit vielen Mitarbeitern in 5 verschiedenen Ländern. Und damit bin ich am Ende der Vorlesung und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und nehme jetzt noch die letzten 2 Minuten ganz dringende Fragen an. Und zwar hier vorne der Herr im Hellblauen und dann, genau. Also landet eigentlich mehr Plastik in den Meeren, als dass es verbrannt wird? Nein. Also das, der Eindruck entsteht immer wieder. Es nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem ganzen Plastik, was wir herstellen, landet im Meer.
Aber leider stellen wir so viel Plastik her, dass dieser kleine Anteil, der im Meer landet, schon viel zu viel ist. Und das ist auch nicht in Europa, das ist hauptsächlich in Südostasien. Die haben viel mehr Küste und viel schlechtere Müllabfuhr. Bei uns ist das Hauptproblem Reifenabrieb. Und da ist die Technologie nicht so einfach, das zu verhindern. Hier oben war eine wichtige Frage. Könnte man diesen Becher da mit diesem Schaum, könnte man den auch so zerhämmern? Ja, den kann man mechanisch auch kaputt machen. Mach ich jetzt aber nicht. Kannst du das mal machen? Nee, mach ich jetzt nicht. Genau. Also auch zum Beispiel am Nordpol und am Südpol wird ja auch immer in Eisproben werden immer ganz viel Plastik gefunden und das schon, wenn man jetzt 2 Meter tief bohrt, ist da unten auch schon, es werden ja immer mehr Eisschichten, das heißt, das muss da schon seit 20 Jahren liegen. Also hier ist der Kommentar, dass wir überall auf der Welt, also auch in Regionen, wo überhaupt kein Mensch wohnt, also am Nordpol, am Südpol, dass wir überall Plastik finden, das ist richtig. Ihr müsst euch das aber nicht so vorstellen, dass man da das Plastik sieht. Das ist Mikroplastik, das ist extrem klein und das ist halt das Gemeine dann. Am Süd- und Nordpol gibt es keine Mikroben oder die sind extremst langsam, dass das dann abgebaut wird. Und entsprechend sollten wir es verhindern, dass unser Mikroplastik, dass unser Plastik in die Ozeane geht. Und jetzt ist die Zeit rum. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke.